So, den komme ich aber auch wieder kupfern auf eine Seite. Okay. Gehen wir jetzt zurück zu meinem Initialreaktion. Splitter sind doof. Ich weiß, sind sie nicht, aber ich habe mich halt über die zig Staffeln doch sehr dran gewöhnt. Mit Fließbändern und Ärmchen zu arbeiten und nicht mit Splittern. So. Du bitte Kupfer, du bitte. Nee. So. Ihr müsst euch einigen, Jungs. So sieht das doof aus. Besser. Ja. So, dann. Was? Wir brauchen keine davon. Wir brauchen die Chips. Dankeschön. Einkaufsliste. Für Protective Chip Enclosure, also die Hülle für den Chip. Green Wire ist also oben. Rote Chips und Plastik, da haben wir... warte. Du darfst mal ganz schnell die Farbe ändern. Du bist ab sofort grün. Du bist ab sofort rot, weil das ist einfach zu praktisch mit genau dem Fließband hier vor der Haustür. So. Nee, warte. Das meine ich nicht. Ich meine... So. Dann kommt jetzt hier ein Fließband, da ein Fließband. Ich versuche es gerade so halbwegs expansiv, ne, hinzukommen. Das heißt, er baut jetzt die Green Wire, schmeißt sie unten auf dem Fließband. Dann kann sich das da brauchen wir nicht, ne? Okay. Dann kann sich die Fabrik hier davon nehmen und baut das komische Teil. Das komische Teil wäre das da. So. Und den können wir auch noch hier noch eine Fabrik davon hinbauen, die wir wahrscheinlich aber nicht brauchen. Die können sich dann ebenfalls die Wire nehmen. Und beide Fabriken können sich von oben bedienen. Blub, blub. Die Sachen, die sie sonst noch so brauchen. Okay, ich baue jetzt auch erstmal nur eine. Weil das reicht. Und hier unten ist denn der Output für die Dinger. Von da nach da. Und der nächste Schritt ist... Das da. Water-cooled, overclocked, neural computer case. Und wir haben Abfallprodukt von Schwefelbrocken. Das ist nicht gut. Ich würde jetzt ungern Schwefel von hier nach da oben irgendwo. Ne, noch höher, ne? Da ist gerade die Schwefelsäureproduktion. Ach du Kacke. Ja, genau das will ich nicht. Das heißt, wir müssen dann hier unten auch die Schwefelbrocken gleich irgendwie zu Schwefel, Monoxid, Dioxid oder ähnlichem weiterverarbeiten. Weil einfach eine Kiste bauen, die mit Schwefelbrocken vollklumpen, geht nicht.
Also es geht und es ist angenehm, aber es ist keine langfristige Lösung. Okay, NAFTA. Wir brauchen NAFTA. Da wird sich die Produktionsanlage im Osten auch freuen. Denn die hat, glaube ich, einen Überschuss an NAFTA. Wir haben nur leider hier nirgendwo andere Abnehmer für NAFTA. Wir brauchen also komplett neues Rohr. Ja, das ist ja nicht schlimm. Machen wir dann auf der Höhe hier so. Oh. Die Lebenslinie ist noch gar nicht so weit. Das ist nicht die Lebenslinie. Haben wir die überhaupt noch als... ja, haben wir. Gut. NAFTA ist hier drin, ne? Da. Das heißt, wir brauchen nur den einmal und den nochmal. Das sollte dann schon passen. Der Belag hier ist ja Steinziegel. Nee, nee, Beton. Okay, bei Zeit nochmal wieder einsacken. Ist auch schon her, dass die Autobahn nach Süden erweitert werden musste, ne? Ganze Weile. Könnte man hier auch gleich aufschütten für spätere Projekte und das da mal eben wegsnipern. Aber nur, was können. Gut. Und NAFTA ist da. Dann zwackt mal das gute NAFTA ab. So müsste legitim sein. Und dann machen wir das alte Ding hier. Da haben wir. So ein Blueprint für. Theoretisch Platz für 3,5 Fabriken, für diejenigen, die es übersehen haben oder die das hier als Audiobook nutzen, die Fabrik hat einen zweiten Output. Das heißt, sie schmeißt nicht nur die schönen Hüllen für die Chips raus, sondern auch Kupferabfall. Dementsprechend muss da ein wenig umgefrickelt werden mit intelligenten Ärmchen. Du nimmst also von da nach. Können wir auch hier hinpacken, ne? Ja, also du nimmst raus. Und zwar Subkomponente davon. Piep, 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 piep. Alles gut. Du nimmst von da raus, legst unten hin. Kupferschrott. Kupferschrott. Und dann brauchen wir hier auch mal wieder irgendwo eine Anlage, die Kupferschrott vernichtet. Oder wie. Ja, das gefällt mir besser. Oder wir lagern das Problem ab. Drehen das Schließband einmal um. Gehen hier hin. Keine Ahnung, wie ich gerade auf Bonanza gekommen bin.
So, und du schmeißt jetzt einfach die Kupferreste von da nach Osten rüber. Ja, ein bisschen was kommt hier zusammen. Okay. Trotzdem traue ich euch nicht ganz und mach hier noch eine Kiste hin, damit sich das nicht so schnell staut. Und ich bin mir sehr wohl bewusst, dass ich vor 5 Minuten gesagt habe, dass Problemlösungen mit Kisten nicht gut sind. Aber, ne? Schwefel wird wesentlich mehr hergestellt, als jetzt die paar Kupfer- und Eisenplatten haben. Ja, das meinte ich. Genau. Okay, also Casings sind jetzt fertig und haben auch kein Problem mit dem zweiten Output. Das heißt, wir gehen zu Schritt Nummer 2. Das sind die Dinger hier. Die brauchen Schwefeldioxidgas. Da wir als Abfallprodukt Schwefel haben, werde ich einfach Schwefeldioxid herstellen. Ist das so einfach wie Schwefel mit 2 Sauerstoff beschallern und anzünden und gut ist? Oder brauchen wir noch Zwischenschritte? Nö, ist so einfach. Sehr gut. Das heißt, wir brauchen nur Sauerstoff hier unten. Sieht jemand Sauerstoff? Ich sehe Stickstoff. Methanol. Ganz viel. Nein. Ah ja, ich sehe keinen Sauerstoff. Nein. Da war gerade ein Rohr für Nafta. Das heißt, wir hätten das andere Rohr unten gar nicht unbedingt so legen müssen. Aber es ist immer gut, dass das Ding eine eigene, separate Anwendung hat. Weil wir wollten nicht mehr abzwacken und so. Genau wie wir keine Kisten mehr bauen wollen. Ich sehe übrigens leider keinen Sauerstoff. Das heißt, auch da werden wir wieder so arbeiten, wie wir arbeiten wollen. Und wir zwacken unseren Sauerstoff direkt hier ab. Dafür müsste allerdings... Das ist Sauerstoff, ne? Dafür müsste allerdings die Lebenslinie bis inklusive hier erweitert werden. Da. Und ich habe jetzt nur das eine Stück erweitert und nicht das komplette Ding, weil ich den Verdacht habe, dass wir nicht genug Untergrundrohre haben. Richtig. Wir haben jetzt auch schon nicht genug Untergrundrohre, um das Ganze dann gleich dahin zu bringen, wo es hin soll. Die Höhe hier. Oh, die ging sogar, oder? Ja, schick. Okay. Aber wenn ich hier unten das nach da abzwacke, nach Westen, ginge zwar kein Problem, hier ist ja nichts geplant, aber dann hätten wir hier schon ein Rohr, das quasi durch den Cluster hier durchgeht. Dann hätten wir hier ein Rohr, das durch den durchgeht. Und wenn wir dann später hier irgendwas hinbauen, ist es einfach nur unpraktisch. Deswegen mache ich das lieber direkt von hier und gehe dann parallel zu den Fließbändern hier Richtung Westen bis nach da drüben und da klamüse ich das auseinander. Okay, jetzt brauchen wir allerdings erstmal wieder ein paar Untergrundrohr. Es ist immer wieder erschlagen, die Basis einfach nur mal anzugucken. So viel Zeug. Und das haben wir alles einzeln aufgebaut, auseinandergebaut, neu gebaut und alles. Also es ist nicht unbedingt super schön, aber allein von der Arbeitslast ist es, hat es seinen Charme, das Ganze anzugucken. Weil man weiß, wie viel Arbeit da drin steckt. Hm. So wie ein schlechter Steinmetz, der so einen riesigen Klumpen bearbeitet hat und am Ende kommt eine hässliche Statue raus, aber es ist seine Statue und er weiß, wie lange er dran gesessen hat. Also ich wollte Sauerstoff rüberbringen. Nicht damit, sondern damit. Hier die Höhe war das, ne?
klar, das wird mit hier nicht so aufgehen. Aber das fällt auch hier nicht so auf, weil hier überall Ärmchen und anderes Zeug ist. Dahin. Stopp, 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 stopp. Nicht da jetzt irgendwo ein Rohr oder so vergessen. Hier machen wir es auf dieselbe Höhe wie die Fabriken. Das sieht auch ganz okay aus. Dadurch geht es aber damit nicht mehr auf. Das bringen wir dann nicht hier hin. So. Nun müssen wir ein bisschen in die Zukunft denken. Und zwar machen wir jetzt hierhin einen Splitter mit Output Priority Left für Kupferschrott. Das heißt, rechts fließt weiterhin anderes Zeug durch. Ja. Okay. Das heißt, Kupferzeug geht weiter nach da. Und das andere, was ich gleich vorhabe, hier rauf zu werfen, läuft da lang. Und das wird Schwefel sein. Also geplant ist die Fabrik ja von Osten Richtung Westen aufzubauen. Und einer der nächsten Schritte ist halt schon dieser Water-Cooled Overclocked Neural Computer Case. Und der hat als Abfallprodukt das Schwefel. Die Fabrik, um das herzustellen, wird hier sein. Kann ich das hier auch direkt reinpacken? Ja. Und die braucht Schwefeldioxid, das kommt von unten. Bapp mal da so hin. Und das Schwefeldioxid wird hier produziert. Haben kein. Doch da. Wird hier produziert. Zusammen mit dem Sauerstoff, das hier gerade angekommen ist. Und es nimmt sich, um das Ganze auch ordentlich zu bewerkstelligen. Das davon. Ich denke leider jedoch nicht, dass das ein geschlossener Kreislauf ist. Wir werden da Verluste haben und dann eventuell Schwefeldioxid von der Lebenslinie importieren müssen oder Schwefelbrocken von oben. Was beides nicht so toll ist. Brocken wäre entweder von Hand oder mit sehr langen Fließbändern, was ich ja eigentlich gerade vermeiden wollte. Und von der Lebenslinie, wir haben jetzt schon recht viele Gase und Flüssigkeiten, die hier rüberkommen. Das wird langsam ein bisschen konfus. Aber gucken wir mal. Vielleicht war der Mod-Auto ja auch gnädig und es geht ganz genau auf. So, schmeißen wir jetzt das künftig raus. Warte, brauch wieder intelligente Ärmchen. So, also du holst das tolle Zeug raus. Und es kann hier später noch eine zweite und dritte Fabrik hin, auch wenn ich sehr wahrscheinlich. Ne, braucht man nicht. Temporär erstmal dahin. Und du holst die Schwefelbombe raus. Schwefel ist da. Von da nach da. Und Schwefel. Dioxid hätten wir gerne. Ist Gas. Jo. Okay. Dann kommt das da raus, kommt da rein, geht da hoch und fertig. Wir brauchen jetzt die Casings von da. Sind drin. Und schalten wir uns auf. Blei, Zinn und Silber. Ein kurzer Blick in die Nähe. Blei und Zinn. Ich sehe kein Silber.
Silber haben wir auch nie wirklich häufig gebraucht. Ne? Oh oh. Ich habe aber Silber, oder? Ja, ich habe Silber. Irgendwo habe ich Silber. Silbererz. Ja, geil. So Silbererz, ne? Jo. Okay, also nur für können wir Silber hier unten schmelzen. Oh, warte. Electric Furnace? Nur mal ganz kurz gucken. Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, was ich doof finde. Oder doof finden werde, wenn es gleich beschädigt wird. Blub, blub, blub. Oh, es geht. Nice. Ich wurde positiv enttäuscht. ja, das heißt, wenn ich jetzt gleich nicht irgendwo ordentlich Silber finde, kann ich einfach das Silbererz von hier abzwacken und es nicht zu 100% effektiv in Silberplatten umsetzen. Aber das ist Wayne. Weil, wie gesagt, Silber wird nicht so häufig verbraucht und Silbererz sollte mehr als genug vorhanden sein.